Hallo liebe Fotofreunde, jetzt haben wir noch ein weiteres Video, und zwar habt ihr das sperrige Wort schon gehört, optischer Fokus-Spot-Versatz, ist so schwierig, dass ich es nicht einmal gescheit rausbringe. Das ist dieses Ding da, oder? Dieses unscheinbare, nicht definierbare Drum. Ja, mit dem kann man grafische Elemente projizieren mit einem Blitz oder einem LED-Licht. Und dazu gibt es verschiedene Elemente. Ja. Und diese Elemente werden in so einen Halter reingegeben. Und dieser Halter wird da reingegeben. Zusätzlich hat dieser Spottversatz noch so Lamellen. Und mit diesen Lamellen kann ich noch das Bild enger machen, beziehungsweise abschotten. Das Ganze ist von der Firma Rolle, wird aber auch von anderen Firmen erzeugt. Von Haus aus ist ein 150 mm Objektiv dabei. Das Tolle ist dabei, dass das ein Canon-Bajonett hat. Und so gesehen kann man von Fritz eigentlich alle Objektive verwenden. Und unsere Erfahrung war, mit den 150er muss man ziemlich weit weggehen. Das reduziert natürlich wieder die Leistung von den LED-Lichtern. Und deswegen haben wir jetzt da 35 mm Objektiv drauf. Und mit dem geht das wunderbar. Und das werden wir jetzt gleich herzeigen. Jetzt zeigen wir da verschiedene Elemente. Das sind so grafische Elemente, die man in diesen Spottversatz eingeben kann. Fritz hat sie jetzt dankenswerterweise einmal hingestellt und jetzt stehe ich hinter der Kamera, erkläre aber trotzdem, um was da geht. Wir haben jetzt da die 60 Watt LED-Leuchte genommen, den Spottversatz drauf getan. Das Ganze hat jetzt 50% Leistung und wir sind mit dem, dass wir da ein anderes Objektiv drauf getan haben, ich glaube ein 50er ist jetzt da, nicht? 50er, ja, haben wir da sozusagen den richtigen Abstand zur Leinwand. Ja, wir schauen uns die weiteren Elemente jetzt an. Ja, jetzt haben wir gewechselt. Jetzt haben wir so eine Art Fenstergitter, wie wenn halt die Sonne bei einem Fenster reinscheinen würde. Und jetzt werden wir da noch weitere reinwechseln. Der Fritz macht es. Jetzt haben wir den Mond. Mit dem kann man recht schöne Effekte erzielen mit einem Model. Ja, da haben wir eine nächste Schablone rein. Ja, man kann ja gar nicht sagen, was das jetzt ist, aber wie gesagt, das sind eher grafische Elemente, aber wirkt auch, finde ich, ganz gut. Ja, jetzt haben wir Streifen. Die kann man natürlich jetzt da drehen, indem dass man das Ganze dreht, je nachdem, wie man es haben will. Und jetzt wird uns vielleicht der Fritz auch noch zeigen, wie man diese Schablonen sozusagen vorsetzt. Damit kann man das schön einschränken und auf irgendwas drauf projizieren. Ja, genau. Ja, also da kann man sich halt spülen damit und seine Kreativität freien Lauf lassen. Was man auch noch kann, ist eben Farbfolien einsetzen. Das heißt, das werden wir jetzt noch als nächstes herzeigen. Ja, jetzt haben wir diese Farb-LEDs ausgeschalten und wie man jetzt sieht, kommt natürlich der Kontrast Schwarz-Weiß noch viel besser raus. Und jetzt werden wir die Farbfolie nehmen. Jetzt grün beispielsweise oder dann rot. Na, blau ist das jetzt. Jetzt haben wir rot. Ja, und wahrscheinlich aus. Okay,
Soweit eben zu diesem Spottvorsatz. Nette Spülerei. Wir haben auch schon ein paar Fotos gemacht mit der Rebecca damit und werden noch weitere Fotos machen. Die von der Rebecca werde ich dann im Abspann noch hinzufügen, damit man auch sieht, wie das in der Realität ausschaut. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem ein bisschen was anfangen. Es ist halt eine Spülerei, die 250 Euro kostet, aber ich denke, in bestimmten Fällen kann man es ganz gut verwenden. Liebe Fotofreunde, ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen, ihr könnt einiges mitnehmen. Wenn ihr über bestimmte Themen ein Video haben möchtet, dann schreibt es bitte unten in den Verlauf. Wir werden das Thema gerne aufnehmen. Weiterführende Infos gibt es auf meiner Homepage unter www.fotosartner.at. Ansonsten viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal gutes Licht.